Willkommen zum Low Quality Let's Play im Juni. Und zwar Hammerwatch Beta. Das müssen eine Menge Leute von, natürlich von Gronkh kennen, aber auch wahrscheinlich von anderen Let's Playern, die sie in ihrer Umgebung kennen und so weiter. Aber wir spielen heute und auch den Rest des Junis Hammerwatch Beta. Ich werde jetzt erstmal aufnehmen, bis ich mein erstes Leben. Naja, gut. Bis ich das erste Mal verliere, dürfte ein bisschen länger dauern. Ah gut, ich werde nicht im Stück aufnehmen, also ich werde jetzt halt so lange Episoden von ca. 10 Minuten oder so aufnehmen, bis ich halt das erste Mal verrecke und dann gucken wir mal. Gut. Watch später. Optionen, Username, alles richtig, Pickup Text, Damage Text, halt more so game. Ja, das dürfte gut sein. Graphics, Softshells habe ich jetzt alles erstmal ausgemacht, weil das ein bisschen RAM gefressen hat. Die Einstellungen hier habe ich selber, die konnte man hier selber festlegen, indem man hier das Fenster halt scratcht. Und das habe ich jetzt so gemacht, dass es halt genau 480p aufnimmt, 640x480. Sonst könnte man es nämlich nur 800x600 und so weiter nehmen. Aber gut, so Controls, genau. Habe ich hier meinen Controller, mein Hammer Turbo Pad, das wie ein PS3 Controller aufgebaut ist. Gut. Okay. Play. So kann man Spielstände laden. Das merke ich mir. So, Campaign. Medium. Ich mache easier. Ich bin ein bisschen Pussy-like. Paladin. Ja, Paladin. Start. Okay, so. So macht man, genau. Ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Hat man ja auch wie Colin Test gesehen. Wir befinden uns in Ebene 1. Okay. Und da sind gleich viele Mäuse. Gott. So. Habe ich ein bisschen Cash hier. Ich muss gleich mal gucken, wie man das Menü auf machen konnte. Ja, hier hinten. Nein. Mit der hinteren L-Taste, alles klar. Wow. Hoppala. Ich vergesse immer, dass ich das Digital Pad nehmen muss. So. Und ich bin übrigens ziemlich übermütig in solchen Spielen, weil ich ja jetzt ziemlich gewöhnt bin, dass man halt. Ich meine, ich habe ja 2 extra Leben. Das ist ja schon was heißt, ne? Ich meine, man muss ja erstmal ein bisschen was riskieren, damit überhaupt hier was erlebt. Sonst macht es keinen Spaß. Das sind Äpfel. Wieso ist das eigentlich die gleiche Karte wie vielleicht ist das irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, dass wir hier random generiert, die ganzen Karten. Aber wie scheint, gibt es dann eine festgelegte. Und da hinten unten ist irgendwas. Von Ebene 3 zu Ebene 1. Okay. Ich sag immer Ebene. Keine Ahnung, warum ich mir das so angewöhnt habe, aber ich versuch's zu unterdrücken. So. Da ist ein Apfel. Gedrückt halten kann ich nicht. Das ist ein bisschen schade, aber eigentlich ist es schon. Das sorgt dazu, dass man halt ein bisschen Sachen. Naja. Sonst wäre es jetzt so einfach. Fledermäuse sind sehr einfach zu besiegen, das merkt man ja auch schon. Und Käfer scheinen hier die ersten richtigen Gegner zu sein, weil Fledermäuse sind ja gar nichts. Das sind ja einfach nur. Aber ich muss drauf achten, weil ich nehme jetzt übrigens wieder auch mit alles mit Traps auf, also auch meine Stimme. Habe ich ein bisschen angepasst, dass man die gut hört. Und das Spiel ist halt auch noch ein bisschen. Und deswegen muss ich jetzt. Oh, Secret Passage. Muss ich jetzt einen Weg finden, dass ich halt. Dass ich trotzdem weiß, wie lange ich ihn aufnehme, auch wenn ich den Ton nicht separat aufnehme, dass ich da sehen könnte.
Also wenn ich das mal gucken, 14:22 ist es jetzt. Aber ich habe noch nicht genau geachtet, wann ich auf angefangen habe. Ich nehme jetzt noch ungefähr so, ich würde sagen, ich nehme jetzt noch 5 Minuten auf. Also bis 14, oder sagen wir 10 Minuten. Ich nehme bis 30 auf. Okay, es ist 14:22 und ich nehme bis 14:30 auf. Alles klar. So. Das Spiel macht mir wirklich schon sehr viel Spaß. Auch wenn es ziemlich simpel ist eigentlich. Aber es kann man noch... Scheiße. Es kann man noch eine Menge Gegner zu. So. Die Äpfel brauche ich hier gar nicht. Ah ja, so kann man die Karte richtig. Die Karte ist wirklich cool gemacht, finde ich. Die hat was. Wie konnte ich sprinten? So konnte ich sprinten, okay. Ist klar. Und damit konnte ich was anderes machen. Und ich werde nachher auch gleich mal probieren, mit welcher Taste... Obwohl, kann ich das nicht irgendwie... Moment. Kann ich das nicht irgendwie so sehen? Controller? Ah, Rebind. Skill 1, Skill 2, Skill 3, Attack. Potion Button 4. Is that something to 8 directions? Okay. Hm. Okay. Checkpoint. So. Ich finde es irgendwie komisch, dass der Gronkh irgendwie mit der Tastatur besser umgehen kann als mit dem Controller, weil ich kann irgendwie besser mit dem Controller. Weil ich finde es irgendwie besser, diese acht Richtungen hier. Acht, das heißt das. Andere acht Richtungen gehen nur. Okay. So. Ich wollte aber was anderes erzählen, und zwar habe ich für das kleine G-Mod Team Fortress 2 Filmchen von Mr. Oh, glaube ich, heißt der, gemacht. Das heißt Spice Creed, hat 1,3 Millionen Aufrufe. Und ich habe heute für den Kerl die deutschen Untertitel für das Video gemacht. Die habe ich auch schon fertig, habe sie auch schon, geschickt über PN und so weiter. Mal sehen, ob die dann wirklich da reingemacht werden. Eigentlich ist es ja schon klar. Ich meine, der kann wahrscheinlich nur Englisch, der Typ. Nur Deutsch meine ich. Und der wird sich freuen, dass jemand für sie, für ihn die deutschen Untertitel halt macht, weil der hat ja schon andere europäische Sprachen halt reingemacht, wie Türkisch und so weiter, von natürlich auch von anderen. Aber der wird sich freuen. Und ich habe ihn auch gefragt, ob ich's machen soll, ob ich's für ihn machen soll. Und ich gesagt, ja, gerne. Ja, oh. Ha, das habe ich gesehen. Kiste. Oh, Diamant. Sehr gut. Krass. Und noch so ein Rabattteil. Okay. Und ich hatte, glaube ich, gerade eine Bombe. Was? Extra Leben? Goldener Schlüssel, meine ich. Wie kommt man da hin? Ja, WTF? Hey, wie kommt man da unten hin? Darf ich das nochmal sehen? Ah, das war der Durchgang. Okay. Das sieht man da auf der Karte unten, dieser orange Durchgang da. Und da ist auch dieser Schlüssel, glaube ich, ist das. Ja, das ist ein goldener Schlüssel. Den kann man nur erreichen, wenn man gerade auf der Ebene 3 ist und auf die Ebene 1 hier halt zurückgeht. Nur so kommt man an die halt ran. So. Und da ist noch so ein... Ich nenne die jetzt mal Rabattdublon. Einfach mal so. Ding. So. So. Geht doch einfach. Jetzt muss ich aber auch gucken, ob ich denn noch... ...noch einen Proxy-Schlüssel finde, falls ich denn hier noch einen brauche. Auf jeden Fall habe ich schon mal eine Menge Geld. Hier. 538. Gut. Das fängt doch gut an. Wow. Ich glaube, man müsste sogar meinen Tasten... Oh, Magen. Okay. Da müsst ihr auch meine Tastendrücke eigentlich hören. Was? Tastendruck? Tastendrücke? Ich meine eigentlich Tasten... Ach, keine Ahnung, wie ich die Tasten drücke halt. Wow. Ach du Scheiße.
ich das hier ziemlich, also recht nah am Mikrofon halte. Und übrigens kann man bei Hammerwatch auch noch später noch Combos bekommen und man kann sein Schild verbessern und seine ATK und so weiter. Was heißt ATK? Ich meine hier. Anders. ATK ist ein bisschen BWU. Ja, so 14:28 ist es jetzt, also noch 2 Minuten. Und dann gucke ich mal, wie lang das Video ist. Vielleicht muss ich sogar jetzt schon in zwei Teile splitten, aber das ist unwahrscheinlich. So. Ah, Maden. Die Maden scheint ziemlich stark zu sein, eigentlich. Sollte ich ein bisschen vorsehen. Ja, sie soll ich hier sein. Aber hier sind Äpfel. Äpfel. Wow. Das war knapp. Oh, ich hasse die Bomben. Wieso kommt die eigentlich heute so oft? So. Checkpoint. So. Ah, Käfer. So. Ist das? Es ist das, was ich denke. Ah, hahaha. Found the letter H. Ach, schön. Stone. Ah, Käfer. Und eine Rabattdublone. Sehr gut. Aber noch kein Händler in Sicht. Hm. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ah. 875. Ich glaube, beim nächsten Händler werde ich mir natürlich gleich erstmal was kaufen. Weil für 835 kriegt man mindestens eine Stufe 1 Fähigkeit. So. Oh. Okay, Fledermäuse. Noch mehr Fledermäuse. Und Maden. Maden, 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 Maden können spucken. Die verdammten Lamas. Alter. Ah, Boxerschlüssel. So, ahahaha. Scheiß Bomben. So. Geld, Fledermäuse. Ah, schön. Und noch mehr Maden. Ja, aber die haben Äpfel. Oh. Boah. Dieses Hardfuck, Alter. Das ist pure Action. Sportsfreunde. So, ach du Scheiße. Was war mein Sprint? Das war mein Sprint. Ja, hahaha. Ui. Combo. Killing 10 enemies in a quick succession triggers a combo, which increases move speed and damage for a short while. Okay. Ich habe 938 Münzen, das kann ich wie kaufen? Ah. Das kann ich also mit der Attackenknopf machen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Episode. Und wir sehen uns dann, ja, morgen. Ciao.